stinkt's zum Himmel. Gummihandschuhe, Maske, wer sie braucht. Ich werde darauf verzichten. Aber die Brille setze ich mir auf, damit ich den Dreck besser sehe. Heute wollen wir die Teflon-Kassette einmal richtig reinigen. Dazu müssen wir sie einmal komplett öffnen und mit Wasser befüllen. Und dazu habe ich dann noch Zahnprothesenreiniger besorgt. Kugident, in diesem Fall ist es Dentamax. Es gibt auch verschiedene Sorten. Hauptsache, es reinigt Prothesen. Gut, dann schauen wir mal, wie wir beginnen. Als erstes brauchen wir mal einen Zollstock. Wir entfernen hier oben den Burschen, setzen dann hier unseren Zollstock an. Ach, jetzt öffnet sie, siehst du? Und hebt das ganze Ding ab. Sieht schon richtig eklig aus. Das legen wir erstmal beiseite. Ich verzichte jetzt mal darauf, euch die Inhalte dieser Kassette zu zeigen. Stattdessen fülle ich jetzt das ganze Teil einmal mit Wasser und mit Reiniger. Damit für euch keine Langeweile aufkommt, machen wir hier jetzt erstmal eine Pause. Nachdem ich jetzt Wasser reingetan habe, nehmen wir uns einen alten Schwamm und machen erstmal die grobe Reinigung oben drum. Das ist schon ziemlich eklig, weil da hat sich schon einiges angesammelt. Deshalb passt bloß auf, dass ihr Handschuhe tragt. Mit dem Teil geht ihr am besten an ein Waschbecken und macht es einmal richtig sauber. Ja, da klebt nämlich auch noch alles dran. Während ich den Deckel jetzt mit Badreiniger eingesprüht habe, füllen wir jetzt die Kassette einmal aus, was da jetzt drin ist, und füllen dann mit Wasser auf und machen das Kugident rein. Die ganze Angelegenheit lassen wir dann 24 Stunden stehen. Hier sollten 17 Liter reingehen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier ist der Schwimmer, der auch tatsächlich jetzt oben ist. Der ist Gott sei Dank noch frei. Warum sind die Dinger so gut? Weil sie antibakteriell wirken. Das heißt, alles, was an Bakterien da drin ist, wird jetzt langsam gekillt. Deshalb bin ich da auch sehr großzügig mit. Nach dem Motto, viel hilft viel. Wenn der dann sauber ist und trocken, werden wir diese Gummidichtung mit Vaseline sauber machen. Morgen benötigen wir diese Bürste, um hier anständig drin sauber zu machen. Ja. Und jetzt brauchen wir Geduld, weil jetzt muss das Ganze wirken. Also, bis morgen. Wenn man die Toilettenkassette dann schon reinigt, dann muss man auch das Fach reinigen. Hier einmal mit Badreiniger rein und mit Erfrischer vielleicht, Dufterfrischer. Das hilft ungemein. Und man muss mindestens einmal im Jahr hier unten diesen Filter tauschen.
Den bekommt man allerdings nur bei Tedworth. Und das gilt auch nur für Fahrzeuge, die eine Lüftung haben. Das heißt, eine Sucklüftung haben, wo der Geruch nach unten wegtransportiert wird. Unsere ist 2 Jahre alt. Austauschen. Hey, 24 Stunden sind um. Schauen wir uns die Kiste jetzt mal an. Jetzt sollten wir natürlich eins bedenken. Die ist voll mit Wasser. Davon müssen wir jetzt erstmal ein bisschen was loswerden. Aber wir können ja mal einen Blick reinwerfen, mal sehen, ob sich schon was getan hat. Oha, noch nicht so überzeugend. Erinnert doch sehr an das Lied von Otto. Wash, wash, wash in the water clean. Ich bin gespannt. Ich denke, ich werde jetzt mal ein bisschen Wasser ablassen. Und dann sind wir weiter. Auch das Rohr muss gereinigt werden. Ein fachmännischer Blick. Weiter reinigen. Man sollte aufpassen, dass dabei nur das Rohr gereinigt wird und nicht das Gesicht. Gott sei Dank muss man das nicht so oft machen. Wie oft macht ihr das eigentlich? Einmal im Jahr? Einmal im halben Jahr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ist sicherlich ganz interessant zu wissen. Eine weitere Frage wäre, was benutzt ihr für einen Reiniger? Nehmt ihr auch Cookie-Dent? Wenn der Verschluss bei euch auch mal etwas schwer geht, das gehört so, ist natürlich auch ein Stück Sicherheit. Das muss man sicherlich noch ein paar Mal machen, aber er riecht schon sehr, sehr gut. Und wenn ihr euch fragt, warum ich euch den Inhalt nicht gezeigt habe, naja, es roch zwar gut, aber reinsehen wolltet ihr noch nicht. So, jetzt verschließen wir das Ganze wieder, so wie es eben auch gehört. Das war's. So, nach der Reinigung kommt er selbstverständlich wieder in seinen angestammten Platz. Ja, Freunde, um jetzt die Reinigung der Tedworth-Kassette zu Ende zu bringen, hier nochmal ein Blick in unsere Tedworth-Kassette. Die sieht doch wirklich gut aus. Ich hoffe, ihr seht das. So muss eine Kassette von innen aussehen. Ich habe ein bisschen geflunkert. Weil die ich gereinigt habe, das ist die hier, die ihr hier seht. Die sieht von innen leider gar nicht so gut aus. Das liegt aber daran, dass ich die danach nicht weiter gereinigt habe. Aber wenn ihr andere Erfahrungen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Dieses ist unsere neue Kassette. Die haben wir uns gekauft, weil wir länger autark stehen möchten und dann eben nicht jeden zweiten Tag zur Entsorgung müssen. Dazu haben wir uns so eine Kiste aus Kunststoff besorgt, wo man den Deckel drauf fest verschließen kann, damit die volle Kassette gesichert in der Garage stehen kann. Zu dem ganzen Thema Tedworth-Kassette und Reinigung und Chemie
habe ich dann nochmal zwei Produkte hier hergestellt im Vergleich, die wir benutzt haben, wo ich allerdings dazu sagen muss, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Grunde haben sie ihre Vorteile, aber sie haben auch ihre Nachteile. Das Sulbio zum Beispiel ist ein natürliches Produkt, das auch in der ganz normalen Toilette entsorgt werden kann. Es riecht sehr nach Minze, was nicht unbedingt unser Geschmack ist, weil, naja, wenn man die Fäkalien mit Minzgeschmack kreuzt, dann ist das ungefähr so, als wenn man Knoblauch mit Schokolade essen würde. So empfinden wir das wenigstens. Wie ihr das empfindet, ist euer Ding. Aber es ist natürlich gut für die Umwelt und hat daher natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Das andere Produkt ist das Aqua Chem. Das sind so Zucchettos, 10 verschiedene Stück drin, die man pro Portion, praktisch pro Füllung einmal da reinschmeißt. 15 Stück in einer solcher Dose, das reicht gut und gerne mehr als einen Monat und ist für uns natürlich ideal, weil es zersetzt das Toilettenpapier und alles, was so da drin ist, optimal. Auch nach 2 Tagen habt ihr kaum Rückstände, die irgendwo entsorgt werden. Nachteil natürlich, man braucht immer eine Chemieentsorgung und es ist eben nur mal Chemie. Ja? Bei dem Sulbio ist das eben so, dass es das Toilettenpapier halt nicht ganz aufweicht, weil es nicht lang genug in der Flüssigkeit drin liegt. Das muss am Ende aber jeder selbst entscheiden, was er hier nimmt. Das ist unsere persönliche Meinung und dafür gibt es auch keine Garantie. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gerne den Daumen hoch, ihr wisst das. Gerne auch den Kanal abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr dann auch immer wieder einen Hinweis bekommt, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Nächste Woche dann berichten wir aus Schweden. Unsere erste große Tour, die wir dorthin machen. Und von da aus werden wir viele Videos hoffentlich hier hochladen. Bis dahin. Schönen Tag wünschen Bibi und Rüdi. Wir haben einen Traum. Tschüss.